So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Beim letzten Mal haben wir sehr ausführlich erklärt, was wir denn jetzt in den nächsten Folgen machen wollen. Und nochmal als kurze Zusammenfassung, wir machen jetzt bei diesem Machtspielgedöns da mit und wollen jetzt helfen, dieses System hier zu erobern und fliegen deshalb da zu Crime Sweep, um gegnerische, Moment, wie war das, abtrünnige Sicherheitsdienst-Dingens da abzuschießen. Korrupte Teil des Sicherheitsdienstes, glaube ich. Genau, so irgendwie. Und deswegen fliegen wir jetzt dahin und dann passieren Dinge. Und wir sind immer noch nicht im Geschwader. Warum auch? Fällt mir gerade so auf. Moment, ich bremse mal kurz runter. Nein! Ach, verdammt. Wie war das? 4? Nein, 4 war es nicht. 3? Nein, 3 war es auch nicht. Bin mir nicht sicher, ich habe gerade schon geguckt, aber ich habe es jetzt ad hoc nicht... Und. Ich habe eine Geschwader-Einladung geschickt. Ja, Sekunde. Auf 2 sagst du? Ja, und dann 1 nach rechts. Oder ja, so. Und bei dir 2 nach rechts, wo dann der Brief ist. Schön. Ja, ich weiß nicht, wie was. Ja, mit den Tasten, mit denen du auch im Menü hin und her wechselst. Ja, geht ja unten standardmäßig in den Chat rein. Ja, das ist ja egal. Drück einfach. Ja, dann drückst du eh. Ich drück nicht eh. Ah doch, funktioniert auch mit E. Ach so. Ja gut, ich hab die auf dem Controller liegen, extra, also nicht auf E, das heißt, ich tipp nicht, sondern... Moment. Ach komm, was war da denn los? Wie hast du es denn sonst gemacht? Ach komm, das ist jetzt schon wieder fast ein Monat her. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, tut mir leid. Also ich habe direkt mal 2 Ringe von meinem Schild verloren. Ach, du bist schon da drin. Als ich da jetzt gerade reingesprungen bin. Ja, jetzt warte doch erstmal, bis die Geschwader-Einladung funktioniert. Ich weiß, dass es irgendeinen Trick gab. Ich habe es nur leider wieder vergessen. So ein Scheiß. Ach Mann. Ah. Das gibt's doch nicht. Warum wurde das überhaupt da oben in dieses dumme Menü reingepackt? Dann legst halt auf die Pfeiltasten. Nee, geht nicht. Auf den Pfeiltasten ist was anderes. Oder gab es einen anderen Shortcut dafür? Für das Fenster? Huch, nein, halt! No. Ich habe es gewagt auf die Taste. Oh, ich habe den Frameshift-Antrieb, also den Super Cruise-Modus, abgebrochen. Sehr gut. Ah, es läuft alles wie geschmiert hier. Dann legst halt kurz auf irgendeine Taste an deinem Ding jetzt da. Ah, wenn man einmal Escape drückt, dann geht es. Okay. Ach, endlich. Oh. Ah, goddammit. Boah, wir sind so hochprofessionell. Ah, nein, ich werde schon wieder vorbeifliegen. Verdammt. Ach, Uwab. Was ist da los? Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder aus dem Crime Sweep rausgeflogen. Ah nein, ich hab's nochmal. 27 Kilometer entfernt, sehr gut. Ich hab's nochmal geschafft, so viel um die Ecke zu fliegen, dass ich's doch noch hinschaffe. Ich muss sogar wieder Gas geben. Ich hatte beim ersten Anflug gerade so ungefähr für 0,1 Sekunden die Chance, einen sicheren Dropout zu landen im ersten Anlauf, aber das war halt so ungefähr 0,1 Sekunden lang. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ja, ich bin da. Ein Wunder. Toll. Auch 22 Kilometer entfernt. So, jetzt erstmal. Was? Nein, verdammt. Du frisst da ziemlich schnell, ziemlich ordentlich. Habe ich auch gerade gemerkt. Ich habe direkt 2 Schildringe verloren. So, wo ist der? Wer schießt da auf mich? Ich schieß mal auf den. Ah, eine Anaconda. Bin ich eigentlich blöd? Ich schieß gerade allein auf der Anaconda. Bin ich wahnsinnig? Okay, gut, dann muss ich das Ziel schon mal nicht mit anvisieren. Ich hau mal kurz ab. Moment. Soll ich dir hinterherfliegen oder nicht? Nee, oh, das ist noch eine Python. Verschwind mal eben kurz in den Super Cruise Modus. Ich hau mal kurz ab und flieg nochmal neu drauf zu. Vielleicht
dann visiert mich die Anaconda dann nicht mehr an. Das wäre ganz hilfreich. Ah, eine Kobra. Hm. Dann gucken wir doch mal, dass wir die vielleicht beschießen. Ich hoffe mal, dass mich jetzt nicht irgendwas anderes gleich kaputt schlägt. Brennen! Okay. Ich bin wieder drin. So, jetzt nochmal. Was? Hilfe, da war gerade ein Schiff direkt vor mir. Was hast du da anvisiert? Ich visiere das auch mal an. Eine Kobra. Ja, ich sehe es. Ohne Schilde. Ja, jetzt hat sie keine Schilde mehr. Jetzt wäre es schön, wenn ich den... Das ist die nicht? Wo ist die hin? Siehst du sie nicht mehr? Ich sehe sie unten noch auf der Karte. Aber... Ich bin gerade ein wenig verwirrt, was ihre Raumposition angeht. Nein, ah, da ist sie. Ah, geht doch. So, ewig um mich selbst gedreht, aber okay. Ach, ich liebe meine selbstfeuernden Kanonen. Ballern sie sich gerade wieder sinnlos leer? Nee, die treffen ja. Oh, das ist mal was Neues. Nee, die treffen eigentlich immer. Die treffen, also die ballern sich nur sinnlos leer, wenn der Gegner bereits tot ist und sie immer noch schießen. Ja, okay. Nein, jetzt hat sie wieder... Schilde. Das war unnötig. Das ist ja vor allem 3, irgendwas Kilometer entfernt. Ja, ich komme gerade wieder drauf zu. Und irgendwer anders beschießt mich auch gerade. Ja, was? Ich bin sicher, ob das... Nein. So. So, die Schilde sind wieder weg. 62% Hülle hat sie noch. Ja, 60, 59. Ich muss mal ehrlich sagen, es kann eigentlich auch nicht mehr so lange dauern, bis ich endlich mir eine Vulture leisten kann. Viel hat ja nicht mehr gefehlt. Wie viel Credits hast du denn schon? 1.200.000 oder so, aber ich habe ja auch noch einen Haufen in mein Schiff investiert. Ja. Moment, ich habe aktuell... Fehlen dir nicht noch immer noch ein paar Millionen Credits? War da nicht was? Ich guck gleich nochmal. Ach komm, die Kobra hat gleich schon wieder Schild, das gibt's doch nicht. So. Und Schilde. Aber es sind nur noch 12%. Ja, das kann nicht mehr viel sein. Oder nicht mehr lange dauern, vor allem. Nein. Wer flog denn da durch mein Schussfeld? Ich war's nicht. Schilde sind weg. 6%. 3, 1, tot. 0. Plopp. So. Gab jetzt allerdings jetzt keine Anzeigen für Kopfgeld oder so. Oder bei dir? Nee. Naja, wir hauen einfach mal noch drauf. Irgendwas wird schon passieren. Warte mal. Kontakte, Transaktionen, da ist gar nichts. Ah, Moment, doch. Was? Ah, unter Transaktionen. 10-mal Machtspiele in Lavik Duval. Ah. Haben wir. Achso, das sind Belege, okay, gut. Wie viele Belege brauchen wir? 100, oder? Keine Ahnung. Stand da irgendwas? Ich glaube, für die kleinste Stufe braucht man 100. Oder? Für die kleinste Stufe von was? Von diesem... Wo fliegst du eigentlich gerade hin? Nur mal so. Bewertungssystem. Ich bin jetzt eigentlich gerade wieder losgeflogen. Ich stand gerade kurz, als ich nach dem Beleg geschaut habe. Ach so. Beschießt du die Python? Nee. Nein. Nee, nicht die Python. Welche Python, die du gerade anvisiert hast? Oh, da schießt sie mal drauf. Die hat nur noch 91% und keine Schilde. Ja. Ich habe sie wieder anvisiert. Ja, okay. Die wird hier gerade noch beschossen, nehme ich an. Ja, da schießt noch mehr drauf. Schießt alles Mögliche drauf gerade, ja. Ich komme nur nicht näher ran gerade. Ich könnte auch mal mehr Gas geben. Ja, jetzt ganz langsam. Ja, vielleicht, ja. Ja, jetzt. Wenn hin und wieder ein bisschen jetzt, Energie auf die Antriebssysteme gibt. Es wird zu langsam. Nee, ja, auf dem Antrieb. Draußen. Ja, gut, aber soweit wie wir noch weg sind. Jetzt komme ich so lang. Ich bin jetzt direkt daneben. Ja, ich bin jetzt. Und draufschießen. Hast du Raketen noch?
Nee. Na, irgendwie ist da gerade eine Rakete. Also ich hätte Kanonen, aber... Ich hatte gerade den Eindruck, da wäre eine Rakete draufgeflogen. Kann halt irgendeine Kanone gewesen sein, denke ich mal. Oder wird wahrscheinlich eine gewesen sein. Nein. Wo ist sie hin? Ungefähr beschießt mich aber auch nicht gerade ohne. Oder nicht gerade wenig. Echt? Also ich werde gerade nicht so wahnsinnig beschossen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich schon Hüllenschaden nehme, aber Also meine Schilde sind noch voll. Dass ich immer mal wieder getroffen werde. Ja, bei mir kratzt momentan der äußere Ring ein wenig ab. Und die Schilde von der Python sind wieder weg. Mit dieser Schussklasse haben wir so gute Erfahrungen gemacht, da sollten wir immer wieder drauf gehen. Oh ja. Ich frage mich, ob das mehr Belege gibt, wenn man ein wertvolleres Schiff abschießt. Das werden wir gleich sehen. Das ist gerade immer eine Cobra. Eine Vulture müsste ja theoretisch. Also. Python ist das. Meine ich ja. Was habe ich gesagt? Müsste aber mehr bringen. Mehr als eine Cobra, oder? Ja. Es war gerade, glaube ich, eine Cobra. Täuschkörper draußen. Ach, ich brauche jetzt diesen dämlichen Täuschkörper. Nein! Na, immer noch. Immer noch. Hauptsache, die Kanonen schießen weiter. So, jetzt. Ah, schön. Das ist super. Aha. 26%. Das kriegen wir voll hin jetzt. Bevor die Schilde wieder da sind. 23. Ich glaube, die Python beschießt nicht so stark. Also mich beschießt sie so überhaupt nicht. Das wäre möglich, dass sie dich dann beschießt. Das wird dann wahrscheinlich der Grund dafür sein. Ah, herrlich. Und... Komm, 1% weg. Und... Hui. Blub. So. 20. Nein, macht, ja, bringt auch nicht mehr. Dann ist es wohl egal. Jetzt müssten wir nur noch irgendwo Gegner finden. Ich wollte sagen, wir haben unten auf einmal ganz viele neutrale Ziele am Start. Da ist noch eine Anaconda, auf die gerade ein paar drauf geht. Die hat schon nur noch 70% und gerade keine Schilde mehr. Aber die sind gleich wieder da. Trotzdem, da könnten wir bitte. Das ist das. Okay, fast das einzige, was hier noch am Gegner rumfliegt. Ah, schön. Wir sind mittlerweile aber auch schon 5 Kilometer von dem Crime Speed entfernt. Ah, sehe ich gerade gar nicht. So, sie hat keine Schilde mehr und beschießt mich frontal. Gut. Ah ne, war nicht so tragisch. Ah, Täuschkörper. Ich merke, sie sind mir voll ins Gesicht geflogen. Ah, herrlich. Also wenn ich in der Anaconda sitzen würde, wäre ich schon längst weg. Oh, meine Kanonen sind leer. Ja, super. Dann kommen wir ja gleich wieder zum System zurück. Oder zu der Station vielmehr. Ah, komm! Jetzt 1% noch! Und weg! Ja. So, wie viel hat das jetzt schön gebracht? Ja, wahrscheinlich auch 10, ne? Ja, auch 10. Ja. Schön. So. Wir greifen nochmal irgendwas Schwaches an. Okay. Irgendwas, wo schon viele draufgehen. Ja. Was haben wir da? Da ist nein. Eine Vulture hatten wir. Noch eine Vulture. Na super. Da ist eine Igel. Aha. Wo? Habe ich markiert. Was? Vier Ach, Kilometer, Tatsache. 3 Kilometer. Nee.
Was? Bin ich blind? Da hinten. Ja. Hab ich markiert. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Gut. Boah. Oh. Was? Oh, ja, yeah, ja, yeah. Ich sehe es. Sie hat einige kritische Treffer abgekriegt. Ich hätte gerade noch ein paar mehr Prozente, als ich sie ins Visier genommen habe. Das ist ungefähr bei der Hälfte. Ja, okay, jetzt ist sie schon bei weniger als der Hälfte. Ja, vielleicht noch ein paar Treffer drauf lassen. Und tot. Kannst du dafür jetzt auch 10? Ja. Tatsächlich. Das ist ja voll sinnvoll. Ja, das ist ja irgendwie schwachsinnig, denn, wenn du dann auf größere Schiffe schießt. Ja, schon so. Ah, da ist noch eine S. Ja, die ist aber nein, die muss ich jetzt nicht unbedingt. Oder hast du schon drauf geschossen? Falsch, ja. Nö, ich guck nur. Was haben wir da oben? Nein, das verbündet. War doch noch jemand. Ja, der wurde offenbar gerade abgeschossen. Super. Wollen wir dann wieder zur Station zurück? Oh, nein, ich habe noch gerade eine Viper gefunden, die hat nur noch 54%, 53%. Ich habe sie mal markiert. Ja, ich sehe es. Die hat nur noch 42, 41%. Achso, dann fliege ich vielleicht mal ein bisschen schneller. Ja, ich habe auch gerade mal Gas gegeben. So. Ah, egal, jetzt habe ich mal drauf geschossen. Ja, ich jetzt auch. Ich sollte getroffen haben in der Zwischenzeit. Ich bin ja schon doch recht dicht dran. Und weg. Blöp. Ja, wir sind jetzt bei 17 Minuten gleich. Ich glaube, da können wir mal so langsam. Außer, ich finde jetzt gerade noch irgendwas, was förmlich danach schreit, abgeschossen zu werden. Nö, ich habe jetzt gerade nichts mehr. Nur S-Viper und Pythons. Also dann zurück zur Station erstmal. Wir haben ja jetzt immerhin 50 solche Dinger da gesammelt. Mal gucken, was die uns gleich bringen werden. Ja, da bin ich jetzt auch echt mal gespannt, was das jetzt bringt. Wahrscheinlich so, ja, für 50 kriegst du gar nichts. Und dann so, danke. Aber wir behalten die 50 trotzdem, du wirst beim nächsten Mal wieder bei 0 anfangen. Natürlich! Ach ja. Boah, ich bin auch schon fast im Supercruise. Ah, jetzt. Ich suche gerade nach dem richtigen Vektor, wohin er mich dann fliegen lässt. Ach, da ist er. Ach, da ist er ja. Ja, komm jetzt. Nicht kurz. Oh, der letzte Balken hat jetzt immer richtig lange geladen. Er lädt immer noch. Ach, Mann. Ja, voll durch die Python durch, die gerade noch vor mir herfliegt. Gut. Sehr schön. Ja, wo ist die Station? Ach. Navigation. Ich krieg's doch immer wieder hin. Vorbeigeflogen? Beinahe. Ich versuch's gerade noch zu retten, aber ich glaube, es wird nix. Schön. Nein. Vorbei. Ach. Oh, es ging noch. Ich bin schon schlimmer vorbeigeflogen. Sagen wir es mal so. Sehr den gut. Eingang habe ich auch gleich gefunden. Kannst ja kurz davor stehen bleiben. Finde ich ihn vielleicht auch nochmal. Landeerlaubnis kann ich. Gilt dran vorbeigeflogen. Jawoll. Landeerlaubnis kriege ich noch nicht. Ich bin noch zu weit weg. Jetzt aber. Nein. Landeerlaubnis. So. Jetzt. Ich weiß auch nicht, wie du das immer machst. Du siehst doch die Pfeile. Also du musst die Station dann schon nochmal anvisieren und dann siehst du da ja unten links in der schematischen Darstellung die Pfeile. Die Pfeile, ah ja. Siehst du die jetzt zum ersten Mal oder was? Ich bin mir nicht sicher, welche Pfeile du meinst. Hast du die Station nochmal anvisiert? Ja. Als Ziel ausgewählt?
Moment, jetzt habe ich dich gerade als Ziel aus. Ja. Dann sehe ich unten links nur so einen großen Würfel. Ja, und da sind ganz leicht auf den jeweiligen Seiten Pfeile oder eben auch der Eingang eingezeichnet. Ja, der Eingang ist da eingezeichnet, aber die Pfeile sehe ich jetzt gerade nicht. Egal, solange der Eingang eingezeichnet ist. Ja, also in was für einer Farbe wird die Station denn da gerade angezeigt bei dir? In Grau. In Grau, dann hast du die nicht anvisiert, oder? Warte. Jetzt bin ich gerade ein bisschen sehr dicht an der Station dran. Wenn es etwas gibt, was ich in Lied nicht mag, dann sind es würfelförmige Stationen. Ich weiß nicht, du hast da irgendwie Probleme, wo es gar keine gibt. Das kann gut sein, ja. Ah, jetzt kennt mich noch irgendjemand, sehr gut. Jetzt, was bekommt man denn dafür? Jetzt habe ich den Eingang gefunden. Nicht wegen den Pfeilen. Sicherlich nicht. Ja, M kriegt man dafür? Das ist ja schön. Nichts. Das ist viel. Ich habe mir mehr als nichts erhofft. Ich hätte mir eine ganze Menge mehr als nichts erhofft. Muss ich ehrlich zugeben. Wahrscheinlich werden wir die Ergebnisse dann erst am Ende der Runde, also nächste Woche, erfahren. Das ist ja irgendwo schwachsinnig. Na nee, wahrscheinlich bekommen wir erst eine Belohnung, wenn die Übernahme auch tatsächlich geglückt ist. Was ja irgendwie auch halbwegs Sinn machen würde, finde ich. Komme ich hier nicht mit Sinn. Also. naja. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber du ja auch nicht. Ja, wir haben beide keine Ahnung. Da passen wir ja gut zusammen. Naja. Ich würde aber mal sagen, wir sollten dann jetzt mal wieder Schluss machen. Bist du schon in der Station eigentlich? Ja. Ich habe gerade Kampfbelohnungen, Machtkontrolle. Ich vermute mal schwer, dass wir dann tatsächlich erst nächste Woche da ein Ergebnis sehen werden. Ja, ich würde aber trotzdem gerne schon wissen, was man jetzt mit diesen 50 anfangen kann. Ich würde mal sagen, wir machen einfach noch ein bisschen weiter und sammeln mal so 200 Stück oder so. Es kann ja schon mal nicht falsch sein, hoffe ich. Ja, also wenn man schon so eine komische Bescheinigung dafür kriegt, dann muss das da ja irgendwas bringen. Sein. Hast du dir den Expansionsfortschritt vorher gemerkt? Nein. Okay, ich glaube es sind so 506.000 plus minus ein bisschen sind es immer noch, aber ich glaube so kleine Änderungen merkt man da wahrscheinlich gar nicht. Ja, keine Ahnung. Aber wobei, was mich jetzt schon interessieren würde, wäre, ob man die Dinger verliert, wenn man jetzt das Schiff verliert. Das kann ich dir nicht sagen. Die Station hat aktuell 93% Hülle und 97% Schild. Gut. Interessant. Ah, okay. Und das Subziel steht. Also. Mir fehlen jetzt 1.200.000 Credits noch bis zur Vulture. Also doch noch ein paar mehr als ein paar. Ja. Okay. Aber gut, man muss ja auch mal sagen, die Vulture kostet ja auch fast 5 Millionen. Also da habe ich ja schon einiges zusammen. Ja, das stimmt. Genau genommen habe ich aktuell auf dem Kontostand 1.110.000 und als Teilwechsel für mein altes Schiff bekomme ich immer noch 2.608.000. Was dann zusammen schon fast 4 Millionen macht. Kann man mal machen, ja. Gut, aber ich würde sagen, dann machen wir einen Cut und ja, bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dahin. Tschüss.